So, willkommen zu einer neuen Folge von Train Fever. Dieses Spiel, das hat mich irgendwie, also ich weiß nicht, das beansprucht mich jetzt hier ganz und gar. Wir müssen jetzt mal gucken, die Linien scheinen ja soweit wieder fast alle profitabel zu sein. Bis auf die Linie 3, die sich aus unerfindlichen Gründen bis jetzt noch nicht als so gut erwiesen hat. Das war keine so gute Entscheidung, die damals einzurichten, denn die hat immer, die kämpft immer mit den Verlusten. Wir gucken mal gerade hier die Finanzen an. Aber die war auch schon mal profitabel. Warum ist es jetzt nicht mehr? Hier werden auch gar keine Waren mehr hin und her geliefert, ne? Wartet hier überhaupt noch was? Ja, hier wartet was und hier wartet was. Ja, wir lassen es einfach mal laufen. Im Moment kann man nicht viel anderes machen, als einfach mal laufen zu lassen. Hier ist halt schon extrem cool, dass jetzt endlich die Linie funktioniert. Das freut mich auch so ein bisschen. Endlich ist das hier auch mal profitabel. Es wird immer besser. Aber und was ist das jetzt hier? Die Linie 5. Im Prinzip sind jetzt fast alle Linien profitabel. Linie 5, wartend. Hier ist das halt so ein bisschen das Problem, dass man... Oh! Oh, ich sehe schon kommen, dass wir bald wieder im Plus sind. Das Problem dieser Linie hier ist eben, dass hier nichts zurücktransportiert werden kann. Ist ein bisschen blöd. Ach so, jetzt sieht man auch. Ich habe vergessen, das Dings anzumachen. Könnte man nicht hier so eine Straße bauen und dann das noch direkter machen? Oder wie kann man das denn mal hinkriegen, dass das noch ein bisschen... Kann ich hier auch Bahnhöfe quasi... Ja. Kann auch Bahnhöfe tatsächlich für Dings bauen. Das wäre natürlich der Hammer. Da könnten wir alle mit bedienen. Müssen wir mal ausprobieren, wenn wir ein bisschen mehr Knete haben. Jetzt gucken wir erstmal, weil das jetzt gerade hier so alles so gut läuft, dass wir uns dieses Gleis hier kaschen und dann mal gucken, was eine neue Linie kosten würde nach... Wir müssen irgendwie nach Banzin kommen. Ich glaube dann, weil ich setze jetzt einfach mal auf diese Bahnlinien, weil die einfach am meisten abwerfen. Sieht man ja hier. Die Linie 1 ist eine Bahnlinie und die Linie 14 ist eine Bahnlinie. Da sieht man einfach, was am meisten einbringt und da sollten wir auch weiterhin drauf setzen. Denke ich. Und vielleicht haben wir auch irgendwann mal so viel Sicherheit, dass wir einfach mal bauen können. Was kostet das denn jetzt noch? Es kostet noch ungefähr 1 Million. Mhm.
1,9 Millionen plus Bahnhof. Super. Aber ich denke, irgendwann haben wir das zusammen. Also das, da lohnt sich zum Beispiel noch nicht, ein zweites Fahrzeug hier einfach drauf loszulassen. So groß ist die Stadt noch nicht. So viel Pendelverkehr scheint es hier noch nicht zu geben. Aber ich denke, das kommt alles früher oder später. Hier warten 5. Ist das denn profitabel? Das ist tatsächlich profitabel. Wenn man hier ein paar mehr schicken würde, dann könnte man ja vielleicht schaffen, dass hier nicht so viele Güter transportiert werden. Weil wir wollen es ja selbst transportieren. Was ist denn das für eine Linie? Linie 2. Oh, wir haben einen Abteilwagen mittlerweile. Die Linie 2, die kriegt jetzt einfach mal zu Wachs. Was ist denn die Linie 2? Mal gespannt, wie gut die Idee war. Aber ich glaube... Oh! Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das fand ich natürlich... Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, weil hier aus der Strecke kann man noch mehr Geld rausholen. Das ist einfach so. Muss ich das mal angucken hier. Wie viel hier kommt. Wir sind einfach die Schnelleren. Das ist einfach so. Wir haben jetzt auch mehr Kapazitäten. Jetzt ist natürlich gerade ein bisschen verlustreich, weil die nicht direkt was bekommen haben. Oh, hier fährt eine Bahn, glaube ich, drunter her. Sehr witzig. Linie 2, hier haben wir. Ich möchte, dass hier der Verkehr komplett unterbunden wird. Dass hier kein Öl mehr, keine Kohle oder was das auch immer ist, hier transportiert wird. Zu Dings. Nur noch von uns soll das sein. Und diese Taktik werden wir dann auch für das hier fahren. Was ist das für eine Linie hier? Güter wartend. 2 für die Linie 12. Wie gut ist die Linie 12? Linie 12 macht Verlust. Warum macht die Linie 12 Verlust? Vielleicht wäre es sinnvoll, sich hier mal eine andere... Straße zu überlegen. Auf jeden Fall so wäre ja ganz sinnvoll. Dann könnte man nämlich hier den Transportweg ein bisschen... Wie geht die Linie
12 jetzt. Mal kurz nachgucken. Linie 12. Ah ja. Ja, dann spart man sich nämlich ein bisschen was an Weg. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wenn wir da in Zukunft auch ein bisschen besser arbeiten wollen. Und dann schicken wir auf die Linie 12 noch ein paar mehr Wagen. Kaufen wir nochmal ein paar Pferdefuhrwerke. Und schicken die auf die Linie 12. Und dann hoffe ich, dass das ein lohnendes Geschäft ist. So. Was ist das jetzt? Linie 2 war das. Das scheint sich ja wirklich gelohnt zu haben. Aber es werden immer noch Güter so transportiert. Was ist denn da los? Wie viel Kapazität haben die? Die... Was ist jetzt hier mit? Das ist ja nicht ausgefüllt. Da sollten wir vielleicht noch warten, bis die alle... Ach nee, das sind jetzt wahrscheinlich die noch von Dings. Müssen wir mal kurz warten, bis die hier an der Haltestelle sind. Dann können wir nämlich mal die Spreu vom Weizen hier trennen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee gewesen. Doch, doch. So, jetzt gucken wir uns mal an. Hier warten schon wieder 10 Güter. Ich glaube, 4 kann jedes fassen. Und jetzt wird hier schon wieder transportiert mit Dings. Wir brauchen noch mehr Straßenfahrzeuge. Wie heißt die Linie hier? Das war die Linie 2, ja. Ich möchte nicht mehr, dass die Güter transportieren. So, wie viel warten jetzt hier? 2. Ja. Das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Jetzt kommen schon wieder 2. Ob sich das wohl langfristig lohnen wird? Ich weiß es nicht. Sitzt es auf jeden Fall. Einer wäre ja jetzt schon wieder komplett besetzt. Was sagt denn die Linienübersicht hier? Die Linie 2 ist noch profitabel. Ich glaube, das sind ein bisschen 4 Fahrzeuge. Aber es wird wenigstens nichts mehr direkt hier transportiert von der Firma. Das ist schon mal beruhigend. So. Das ist die Linie 12. Die Linie 12 gucken wir uns jetzt mal an, wie das mit der aussieht. Die ist jetzt auch erstmals profitabel. Aber immerhin, ich meine, unsere Arbeit hier trägt ja Früchte, ne? Die liefern jetzt brav immer direkt bei uns ab. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen das beseitigt. Und dann können wir ja später mal überlegen, ob wir hier das noch ein bisschen aufbessern. Mit den Straßen, von den Straßen her. Aber das gucken wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.